Wenn man noch so jung ist, denkt man, ich kann das ganze Leben machen. Aber es ist ja gar nicht so. Wir wissen, das sind einmalige Erlebnisse und die Form irgendwie auch das, was man in der Zukunft dann macht oder denkt. Mir war nicht klar, wie viele Leute das so hart lieben. Das ist richtig identitäts- und sinnstiftend zum Teil, auch wenn es nur dieses Bum-Bum ist. Aber das ist dieser ganze Kosmos drumherum. Festivalstimmung mit Visuals und allem, aber es ist halt kein Arsch da. Wir haben jetzt hier unsere Leute, die das mitmachen und die dürfen das sehen, aber sonst können wir es halt nur im Internet machen. Und irgendwie dachten wir, dass das eine gute Idee ist. Das, was ich jetzt wahrnehme, ist, dass sich mega viele Leute reinhängen und da sowas richtig Geiles aufbauen, was super fett aussieht. Und die Leute so mega nice sind, einfach die über den Platz laufen. Man möchte alle kuscheln, aber man darf nicht. Es ist ein zusammengeworfener Haufen, der sich gefunden hat. Jeder wollte dasselbe, jeder geht in dieselbe Richtung. Und wenn wir das Ergebnis angucken, dann zeigt es, dass das, also, das ist der Hammer. Ich habe nie gedacht, dass wir sowas hier haben. Ich glaube, da spielen viele Gedanken rein, wie machen wir das in der Zukunft? Also ich meine, auch mich betrifft es, wie arbeiten wir eigentlich in der Zukunft? Aber wie machen das die Festivals, wie machen das die ganzen Clubs in der Zukunft? Die Lausitz hat eine total tolle Geschichte. Es gibt den Tagebau, es gibt unheimlich schöne Sagen. Und gleichzeitig gibt es hier eine immens große gesellschaftliche Herausforderung durch den Strukturwandel. Weil Braunkohle geht, und irgendwas Neues muss kommen. Und die Frage ist, was ist das? Lusatia steht für die neue Energie. Wir sagen, die neue Energie wird aus dem Boden freigetanzt und erhebt sich und ist eben die Kreativität. Und für das wollen wir stehen. Das jetzt halt zu nutzen, um diese Orte auch als Kulturräume anerkennen zu lassen. Also das ist für mich persönlich so ein super wichtiges Thema. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eine Zeit, wo man dann irgendwann zurückguckt und sagt, was eine krasse Zeit, wir haben das Beste draus gemacht. Und wo man sich dann endlich aber auch wieder in den Armen liegen kann, da habe ich Bock drauf.